So, ja, herzlich willkommen. Danke, dass Sie alle so zahlreich erschienen sind. Ist ja doch schon abends, vielleicht manche schon der Feierabend. Ich habe den Vortrag genannt von Museum zu Unternehmerin. Vielleicht eine nicht ganz konventionelle Karriere oder ein Karriereweg für eine Lebensmittelchemikerin. Und ich komme ein bisschen dazu, wie über meinen Werdegang ich mich von der Forschung über das Museum eben hin zur Unternehmerin entwickelt habe und was die Gründe vielleicht auch für den einen oder anderen Karriere, Schwung waren. Vielleicht erstmal zu meiner beruflichen, zum beruflichen Werdegang in groben Zügen. Ich habe an der TU München Lebensmittelchemie studiert, genauer zu sein von 2008 bis 2013, unter anderem noch als der Professor Dr. Schieberle aktiv war und der Professor Dr. Hofmann. Habe dann im Anschluss ein Jahr am Fraunhofer-Institut verbracht, da in der Qualitätskontrolle, sage ich jetzt mal, für fettreiche Lebensmittel, bevor ich dann 2013 meine Promotion begonnen habe am Lehrstuhl von Professor Dr. Hofmann in München. Die Promotion war über die Aufklärung von Bittergeschmacksstoffen und deren Bildungswegen bei der Röstung von Kaffee. Es war ein Industrieprojekt und habe das Ganze gemacht von 2013 bis 2017, damit man mal so einen groben zeitlichen Rahmen hat. Habe dann die Arbeit, Jörg, du hast gesagt 2020, glaube ich, dann dir gegeben zum Lektorieren und habe dann 2021 die Doktorarbeit verteidigt. Nach meiner Promotion, da komme ich dann gleich dazu, warum das, warum ich zum Beispiel ans Museum ging, bin ich dann ins Deutsche Museum hier in München, war da leitende Kuratorin für eine Ausstellung. Nach der Ausstellung die erste Angestellte und dann mal leitende Entwicklerin bei einem Startup in Seattle. Danach wieder in der Schweiz an der Uni. An der Hochschule, genauer gesagt, bevor ich dann eben ein eigenes Unternehmen gegründet habe, zusammen mit meinem Bruder, dem Max. Ja, das sind so mal die ganz, ganz groben Punkte in meiner Laufbahn. Vielleicht mal noch kurz zu den Bildern, die man hier sieht. Rechts oben, das ist ein Foto, das aufgenommen wurde in dem Massenspektrometrie. Labor beim Lehrstuhl oder ja, Lehrstuhl kann man es nicht sagen, bei den beiden Lehrstühlen von Professor Dr. Hofmann und Professor Dr. Schieberle. Und rechts unten sieht man eine kleine Produktauswahl der Produkte, die wir unter anderem zusammen mit unseren Partnern herstellen. Aber alles nach und nach in der Tiefe. Vielleicht vorab als Aufruf ans Auditorium, bitte gerne unterbrechen, Fragen stellen. Ich tue mich ein bisschen schwer, jetzt da 45 Minuten im Monolog über mich zu erzählen. Ich würde mich freuen, wenn es eher ein Hin und Her ist und ein Fragen beantworten als ein stures Aberzählen meiner verschiedenen Arbeitspunkte in meinem Leben. Meine erste Arbeitsstelle nach der Promotion war die Arbeit am Museum, am Deutschen Museum in München. Das Deutsche Museum in München ist das größte Wissenschafts- und Technikmuseum der Welt. Ich weiß nicht, wer von Ihnen schon mal da war. Das Schöne am Deutschen Museum ist, man kann alle Dinge live erleben. Das ist ja ein experimentierfreudiges Museum, was ja auch, sag ich mal, die Lebensmittelchemiker und Pharmazeuten unter Ihnen sicherlich freuen dürfte. Man darf alles in der Regel anfassen. Man darf spielen, man darf Wissenschaft erfahren. Und für mich war diese sehr angewandte Art der Wissenschaft was sehr Spannendes. Ich hatte ja davor promoviert und war etwas frustriert davon, dass die Forschung, man investiert ja doch 4 Jahre der Lebenszeit in ein Subjekt, dass die Forschung letztlich in einer Schublade landet. Vielleicht gibt es eine Publikation oder eine Monographie, die dann von einer Handvoll Leute gelesen wird. Und ich war jung und ich wollte eigentlich immer Produkt machen. Ich wollte eigentlich immer irgendwas machen,
was am Ende des Tages ein Mensch beeinflusst, den Werdegang eines Menschen beeinflusst. Also man kann sagen, da ist ein gewisses Sendungsbewusstsein bei mir da, und war dann doch frustriert, als ich gemerkt habe, dass die Promotion dann doch nicht so ganz das große Rad neu erfindet, wie ich mir das am Anfang gedacht habe, sondern dass man eigentlich nur einen kleinen Detailaspekt rausgreift und am Ende das doch Grundlagenforschung bleibt. Deshalb hatte ich mich dann am Deutschen Museum beworben. Damals war eine Stelle ausgeschrieben, die eigentlich nicht auf eine Lebensmittelchemikerin gepasst hat. Es hieß, es soll eine Sonderausstellung geben, eine Sonderwanderausstellung zu einem Thema, das verschiedene Disziplinen der Wissenschaft abdeckt. Und ich hatte mich da eben drauf beworben und habe dann eben das Thema Kaffee und wie man das Thema Kaffee von der lebensmittelchemischen Perspektive oder von der technischen Perspektive abbilden kann, in meinem Bewerbungsgespräch damals aufgebracht. Zum Beispiel, dass man die Maillard-Reaktion ganz schön doch, die ja doch bei der Röstung von Kaffee eine große Rolle spielt, eben in der Ausstellung zum Beispiel dem allgemeinen Publikum nahebringen könnte. Da ja doch eigentlich nicht nur ein Kaffee eine Rolle spielt, sondern in allen thermisch erhitzten Lebensmitteln. Das Ziel der Ausstellung, die Cosmos Coffee hieß, im Englischen Cosmos Coffee, war, die verschiedenen Aspekte dann von Kaffee wiederzugeben. Das heißt, zum einen, es gab eine kleine Abteilung, da ging es um die Biologie und die Botanik der Kaffeepflanze. Wie und wo wächst Kaffee? Was sind die Bedingungen? Was ist vielleicht auch, was sind auch die Gefährdungen, die Kaffeepflanze hat, vielleicht auch durch den Klimawandel? Danach gab es eine Abteilung, das war es dann natürlich mein Steckenpferd, die Chemie rund um Kaffee, vom Koffein, von der Entdeckung des Koffeins, mit dieser schönen Anekdote rund um Goethe, der das ja vermeintlich entdeckt hat. Aber natürlich auch die Maillard-Reaktion, die nicht enzymatische Bräunung. Aber ich habe es hier auch geschrieben, wie man überhaupt Kaffee wahrnimmt. Ja, also der Geschmack von Kaffee, der Geruch von Kaffee, das Aroma von Kaffee. Und hatte da dann ein paar Demos entwickelt. Und zum Beispiel in der Ausstellung gab es eine GC-FED-Olfaktometrie. Das sieht man, weiß nicht, ob Sie sehen, ob Sie meinen Mauszeiger sehen, hier im Hintergrund. Gab es dann ein Chromatogramm mit den Aromastoffen, die für Kaffee relevant sind. Und man konnte über einen Geruchsstutzen hier vorne die einzelnen Key Food Odorants, die Single Volatile Compounds abriechen. Und was ich da so ein bisschen zeigen wollte, ist, dass es eben kein Kaffeearoma als solches gibt, sondern dass eigentlich das Kaffeearoma eine Symphonie an verschiedenen Aromastoffen ist. Und dass die Ich einzelnen Aromastoffe, verstehe, liebe Sarah, ich ja. unterbreche mal. A, möchte ich einen Icebreaker spielen und auch schon mal eine erste Frage loswerden. Wie lange hat das dann gedauert, eigentlich von dieser Idee seitens des Deutschen Museums, dass da irgendwie so eine Ausstellung kommen soll, bis zur Stellenausschreibung? Und was hat dich eigentlich sozusagen davon überzeugt? Oh, ich mache das mal einfach. Also von wegen einen Weg zu gehen, der nur definitiv nicht irgendwie derjenige ist, für den das Studium der Lebensmittelchemie ausgelegt ist. Gute Fragen. Ich fange mal an, wie lange das gedauert hat. Ich kenne den genauen Prozess im Hintergrund beim Deutschen Museum nicht genau, wie lange es gedauert hat, eine Sonderausstellung zu beauftragen. Ich glaube, der Kontext damals war, dass das und auch heute noch, dass das Museum großen Umbaumaßnahmen unterliegt und man ein Zuckerl, wie man so schön sagt, für die Besucher und Besucherinnen haben wollte, dass auch während der oder trotz der Umbauarbeiten was Spannendes und Neues zu sehen ist. Das Ganze von der Konzeptionsphase bis hin zur Eröffnung hat ganze 2 Jahre gedauert. Also begonnen hat das Ganze im Juni 2017 und eröffnet wurde im Juli 2019. Also ein zweijähriges Projekt. Budget waren circa 6 Millionen Euro, wenn ich mich nicht täusche. Natürlich baut man so eine Ausstellung nicht alleine. Also ich habe mich primär um die Inhalte gekümmert. Es gab einen Ausstellungsbauer, also kann man sich ganz klassisch für einen Architekten vorstellen. Es gab Demobauer beim Deutschen Museum, die dann Ideen umgesetzt haben in die einzelnen Demonstrationen. Und ich habe mich grundsätzlich darum gekümmert, was wäre denn spannend und wie könnte man das Ganze übersetzen, dass es auch ein achtjähriges Kind versteht.
Und Am Texte. Ende Hast du muss, auch entwickelt? ja. Texte? Hast du auch Texte entwickelt zu Ja, diesen Stellungen? ich habe auch Texte geschrieben, sehr, sehr viele Texte sogar. Und das war auch gar nicht so trivial, weil man natürlich aus einer Wissenschaftssprache kommt. Ich habe da gerade ja frisch meine experimentalen Arbeiten für die Doktorarbeit beendet, musste plötzlich in einfacher Sprache das Thema Maillard-Reaktion, Aminosäuren, was sind denn überhaupt Aminosäuren, das runterbrechen. Und hat wahnsinnig viel Spaß gemacht, das mal zu überlegen, ja, was ist denn überhaupt eine Aminosäure? Ist das ein Baustein des Lebens, ne? Wie kann man das denn schön umschreiben? Und was macht denn die Maillard-Reaktion? Ich weiß gar nicht mehr, wie ich das alles dann genannt habe. Aber grundsätzlich, das hat wahnsinnig viel Spaß gemacht, ja. Also mal sich zu überlegen, wie man zum Beispiel eine nicht enzymatische Bräunung anhand von Pommes, einer Laugenbrezel, von Popcorn und Kaffee einem Publikum begreifbar machen kann. Und dann auch zu zeigen, in wie vielen Lebenslagen uns das auch begegnet. Ob ich jetzt ein Steak in der Pfanne brate, wo ich meinen Kaffee in der Früh brühe, oder ob ich im Kino stehe und mir denke, oh, das riecht so lecker nach Popcorn. Und überall da ist die Maillard-Reaktion, natürlich auch die Karamellisierung, Streckeabbau, ne? Also schon ein breiteres Feld. Und fand das spannend, das mal runterzubrechen. Und daneben aber auch, da erinnere ich mich an meinen Vortrag, als ich im siebten Semester war. Ich hatte damals einen Vortrag über das Alpha-Ionon in Himbeeren und habe dann immer während meinem Vortrag als Studierende so gesagt, ja, das schmeckt nach Himbeeren. Und ich erinnere mich noch, der Dr. Granvogel, ich glaube mittlerweile ist er Professor, hat mich dann scharf nach dem Vortrag darauf hingewiesen, dass das nicht nach Himbeeren schmeckt, sondern nach Himbeeren riecht. Und deswegen gab es dann in der Ausstellung auch eine Demo zum retronasalen Riechen. Bevor es eher abgab, ich glaube, das ist mittlerweile auch kommerziell umgesetzt worden. Und zwar, diese Demo kann man sich wie folgt vorstellen: Es gab einen Strohhalm und über den hat man verschiedene Aromaverbindungen eingeatmet. Man hat dann gemerkt, wie das sich unterscheidet, retro- und orthonasal. Und wie man über den Mund, ich nannte die Demo damals mit dem Mund schmecken, wie man mit dem Mund eben Aromastoffe wahrnehmen kann, zum Beispiel. Und wie eben dieser Unterschied zwischen ortho- und retronasal, was ja auch, sag ich mal, ein doch komplexeres Thema ist. Hier rechts oben sieht man, vielleicht gehe ich mal auf die Bilder ein, da war davor das Overlay drüber, ich ziehe das mal hier rüber, sieht man zum Beispiel diese Olfaktometrie-Demo, diese runde schwarze Box, das war einem Autosampler nachempfunden. Und grundsätzlich konnte man dann da so ein Rad drehen und in diesem Rad waren verschiedene Single-Volatile Compounds drin, die alle eigene Gerüche hatten, von eben Furfuryl-Thiol bis zum Hydroxymethylfurfural. Und man konnte die einzeln abriechen und parallel hat sich dann hier hinten, das sieht man auf dem Bildschirm, wurde der ein oder andere Peak im Chromatogramm dann hervorgehoben und etwas zur Verbindung geschrieben und wie die riecht und welche Qualitäten die eben hat. Und ja, das war für mich so ein Weg, um eben auch da nahezulegen, dass nicht alle Lebensmittel nur von einer einzigen Aromaverbindung eben beschrieben werden, sondern es sind in der Regel viele Lebensmittel aus einer Vielzahl verschiedener Aromaverbindungen beschrieben wird. Was man zum Beispiel in Pink mit dieser Zunge sieht, da ging es mir darum, dass man eben auch ein bisschen auf den Geschmack eingeht und dass es eben fünf Geschmacksrichtungen gibt, die eben nicht Himbeer und zum Beispiel Erdbeer sind, sondern süß, sauer, bitter, umami, salzig. Und wie eben eine Vielzahl verschiedener Geschmacksverbindungen, die sie hier, was man ganz, ganz klein sieht, durch diesen Stern an die Geschmacksrezeptoren eben andocken können. Und da ging es um das Thema Schlüssel-Schloss-Prinzip, also dass es eben eine rezeptorabhängige Geschmacksaktivierung gibt und die dann eben zu den Geschmackseindrücken führt. Und im Hintergrund, was man da vielleicht klein sieht, hatten wir eine kleine Kabine, da ging es um die Crossmodalität von der sensorischen Wahrnehmung von Kaffee. In der Mitte war eine kleine Tasse, die hat sich erwärmt. Da ging es um das Taktile. Dann gab es eine Geräuschkulisse, da ging es um das Mahlen des Kaffees. Man konnte Kaffee riechen und auch da zu zeigen, wie wir eben Lebensmittel wahrnehmen. Diese Crossmodalität, riechen, schmecken, taktil, sehen. Und wie das eben auch die Aromawahrnehmung dann beeinflussen kann.
Was kann ich sonst noch zur Ausstellung sagen? Ich habe in der Zeit dann auch ein Buch herausgegeben über Kosmos Kaffee, das verschiedene Aspekte des Kaffees auch abgebildet hat, vom Kaffeehandel über die Kaffeehäuser bis zur Technologie des Kaffeeröstens oder auch, wie man Kaffee auf der internationalen Raumstation ISS brühen kann bei reduzierter Schwerkraft und was man da technologisch zum Beispiel innovieren musste, um es überhaupt möglich zu machen. Und was muss man da machen? Also ich möchte jetzt hier nicht weiter die Fragen stellen. Also ich möchte Sie alle animieren, gerne weitere Fragen zu stellen. Aber das stimmt ja schon mal irgendwie so von wegen, hat sich, glaube ich, auch keiner noch nie irgendwie Gedanken darüber gemacht, wie das an Bord einer Raumstation funktioniert. Ja, das war witzigerweise sogar ein Forschungsprojekt von Lavazza. Das kann man auch auf Wikipedia nachlesen für diejenigen, die das interessiert. Und zwar ist das Extraktionsverhalten von Kaffee in reduzierter Schwerkraft ein anderes. Ich meine, mich erinnern zu können, dass man einen erhöhten Druck aufwenden musste, um entsprechend das Geschmacksprofil abzubilden. Aber, muss auch ehrlicherweise zugeben, das ist auch schon zu lange her. Also bitte, wer Wikipedia mag, kann das gerne nachlesen. Lavazza, der ISS, Espresso. Ja, und dann, nachdem die 2 Jahre und dieses Museumsprojekt zu Ende waren, ich gehe noch eine Folie weiter. Ich glaube, ich habe noch mehr Eindrücke zur Ausstellung, bevor ich das abbreche und übergehe zu meiner nächsten Position. Hier sieht man vielleicht noch auf dem Bild ganz schön so eine Übersichtsgrafik. Man kann es erahnen, im Ausschnitt, da wurde die Maillard-Reaktion und die verschiedenen Prozessbedingungen der Maillard-Reaktion abgebildet, eben zum Beispiel, dass das unter Bildung von D-Desoxyosonen, also unter Abspaltung von H2O eben stattfindet, dass das in der Regel unter Temperatur stattfindet und eben in einer Vielzahl von Lebensmitteln relevant ist. Man sieht links angedeutet die Pommes, daneben das Steak, die Breze und hier Schokopralinen. Hier unten sieht man eine Röstdemo. Da konnten die Besucherinnen und Besucher live ihren eigenen Kaffee rösten und eben auch die Farbveränderungen beim Kaffee feststellen und eben wie Kaffee nach und nach bräunt und neben der Bräunung, also der Bildung der Melanoidine, eben auch eine Aromabildung stattfindet und auch eine Ge Geschmacksstoffbildung. Und das war, glaube ich, meine Lieblingsdemo. Und ich glaub auch, zurückblickend auf mein Bewerbungsgespräch, als ich das vorgeschlagen habe, hey, da könnte man noch eine Live-Kaffeeröstung machen, wahrscheinlich auch eines der Kriterien, warum ich überhaupt eingestellt wurde. Weil ich da damals, blauäugig und naiv, wie ich war, behauptet habe, ja, das kann man machen. In der Ausstellung muss zugeben, ich war mir nicht ganz sicher, ob das geht und war auch nicht ganz trivial, das dann umzusetzen, weil es geht um Themen wie Kaffeesteuer. Wenn man Kaffee röstet, muss man Kaffeesteuer zahlen. Und auch da, selbst in der Ausstellung, da achtet, dass der Zoll dann doch auch genau darauf, wie viel Kaffee geröstet wird pro Tag und ob dann Steuer abzuführen ist, wenn der Kaffee nicht vernichtet wird. Das war ein Thema. Dann das andere Thema war Emissionsschutz. Und das dritte Thema war natürlich Brandschutz. Da Temperaturen von 200, 240 Grad war dann doch gar nicht so trivial, das dann umzusetzen, gerade in der doch dicht regulierten deutschen Landschaft. Ne? Jo, das zum Museum. Wie ihr merkt, für mich war es eine mega spannende Zeit. Ich habe das total genossen, dass man von der Promotion kommend, vom Studium kommend, dann doch so einen diversen Einstieg in das Thema Kaffee, Lebensmittelchemie hat und dann doch auch so angewandt das, was man im Studium und in der Promotion gelernt hat, anwenden konnte. Durch meine Arbeit am Museum und durch das Buch bin ich dann von einem Startup in den USA angesprochen worden. Die hießen Atomo oder heißen Atomo Coffee, die gibt es immer noch. Damals waren das die beiden Gründer und die hatten die Idee, einen, wie es hier steht, Beanless Coffee Substitute, also einen kaffeefreien Kaffee zu entwickeln. Das Ganze sollte ein Cold Brew werden, also ein kalt gebrühter Kaffee und in Dosenformat, also ultra hoch erhitzt. Meine Aufgabe war es dann, in der Funktion eine Technologie zu entwickeln, wie man aus Dattelkernen ein Kaffeesubstitut herstellen kann und dabei die Aroma- und Geschmackseigenschaften von Kaffee möglichst nachbilden kann.
Wir haben das damals dann in der Zusammenarbeit gemacht mit der Zürcher Hochschule für angewandte Wissenschaften, die uns ein Labor zur Verfügung gestellt haben. Ich habe hier ein paar Kürzel aufgeschrieben. Also wir haben das unter anderem gemacht mittels Flüssigchromatographie und Time-of-Flight-Massenspektrometrie, GCMS natürlich für die Aromakomponenten, aber auch einem PTA, TOFMS, wie man zum Beispiel, das kann man nutzen während der Röstung von Kaffee oder in dem Fall von einem Substitut, um ganz, also um online die Aromabildung zu tracken, nachzuverfolgen und eben besser zu verstehen. Wir haben daneben noch andere Techniken verwendet, wie die Camola, mit, weiß ich, ob das dem Anwesenden was sagt, das ist die Carbon Module Labeling Technik, die der Professor Schieberle, meine ich, mit berühmt gemacht hat. Da ging es dann darum, dass man verschiedene Ausgangsverbindungen, in dem Fall Dattelkerne oder auch Kaffee, mit Vorläuferverbindungen 13C markiert, spiked und dann überprüft während der Röstung und in dem Röstvorgang, wo eben diese Vorläuferverbindungen am Ende dann in den flüchtigen Verbindungen auftauchen. Und das Ganze war ein zweijähriges Projekt, fast ja, gut zweijähriges Projekt, was mir sehr viel Freude bereitet hat. Auch da wieder Lebensmittelchemie ganz praktisch anzuwenden in einem Produkt, in dem Fall eben diesen Beanless Coffee. Dann kam Covid, das war dann auch ein Thema, Trump, Covid. Ich musste aus den USA raus, bin dann in die Schweiz, eben direkt an die Zürcher Hochschule, dann da eine Position als Pillar Head of Flavor übernommen war, zuständig für die Aromastoffforschung am Coffee Excellence Center und habe dann da noch weitere 1,5 Jahre an verschiedenen Themen rund um Kaffee geforscht, unter anderem aber natürlich auch weiterhin an dem Atomo-Thema, aber auch für verschiedene andere Kaffeefirmen an binären, ternären Modellsystemen zur Aromastoffbildung in Kaffee. Also alles rund um Kaffee eigentlich, kann man sagen. Aber da auch nochmal wieder die Frage. Ich animiere auch die anderen noch irgendwie Fragen zu stellen. Bei diesem kaffeelosen Kaffee, wie sieht es denn aus irgendwie mit der Deklaration? Wie darf denn das Produkt benannt werden? Und wie spielen da auch wieder die Expertise eines Lebensmittelchemikers mit rein, das eben auch für verschiedene Länder dann auch dementsprechend konform zu gestalten? Ah, das ist eine gute Frage. Jetzt, wo du es fragst, also das Ganze ist ja kommerziell erhältlich in den USA und das US-Lebensmittelrecht ist ein anderes als das europäische, aber in manchen Dingen auch gar nicht so unähnlich. Was dann eine zusätzliche Komplexität war, war Kalifornien. Da gibt es die Prop 65, die haben eine eigene Regulatorik rund um Lebensmittelkontaminanten. Und unter anderem auch um das Thema Acrylamid zum Beispiel und relativ strenge Acrylamid-Grenzwerte, vor allem um Lebensmittel, die neu auf den Markt kommen. Kaffee sprengt das ja in der Regel, auch Kaffeesubstitute, wenn man jetzt an den Karo-Kaffee denkt oder generell um einen Zichorien-Weizen-Kaffee, ist ja immer wieder in den Schlagzeilen, dass die Acrylamid-Werte da bei Weitem zu hoch sind. Und gleiches galt auch für dieses Kaffeesubstitut nenne ich es jetzt mal, dass man da dann diesen sehr, sehr strengen Acrylamid-Grenzwerten unterliegt. Und wir mussten da kreative Wege finden, wie wir eben die Acrylamid-Bildung durch zum Beispiel die Prozesssteuerung, also durch die Rösttemperaturen und Zeiten, aber auch durch enzymatische Vorbehandlung eben den Acrylamidgehalt reduzieren konnten. Das war eine Eigenheit. Und daneben, das ist gerade schon angesprochen, kann man das überhaupt Kaffee nennen? Auch das. Man darf, ähnlich wie in Europa, dürfte man sowas auch nicht Kaffee nennen. Da muss schon die Kaffeebohne drin sein. Das ist eine Kaffeesubstitut, Kaffeealternative auf Dattelkernbasis, wenn man es in Europa oder in Deutschland im deutschsprachigen Raum auf den Markt bringen würde. Vielleicht noch, was für mich privat mega spannend war. Ich war am Lehrstuhl. Das war relativ deutsch. Ich war im Deutschen Museum. Das war noch viel deutscher als deutsch. Und dann war ich plötzlich bei einem Startup in den USA, Seattle, Westküste. Man sieht es auf dem Foto hier links unten. War doch ein krass verrückter Haufen. Es gab Stehschreibtische, die Musik war laut. An Freitagen gab es einen Wheat and Wine Friday. Ab 14 Uhr wurde der Weinkühlschrank aufgesperrt.
In Washington State ist auch Marihuana legal. Und dann wurde auch Gras konsumiert. War für mich krass. Ich komme da an, Deutsches Museum und plötzlich sowas. Das war eine komplett andere Welt, aber ich muss sagen, hatte auch einen gewissen Reiz, weil da ein Drive dahinter war. Und ja, ich muss sagen, das hat mich bis heute beeinflusst und glaube auch meinen weiteren Werdegang auch dann hin zur Gründerin beeinflusst. Wenn man sehen kann, was ein kleines Team mit sehr hoch motivierten Leuten in kurzer Zeit erreichen kann. Ja, das hat mich nach wie vor stark beeinflusst. So, wenn da keine weiteren Fragen sind, komme ich jetzt ein bisschen zu dem, was wir heute machen und was ich, sag ich mal, den ganzen Tag eigentlich mache, seit den letzten 3 Jahren, 2021. Moment, vielleicht springe ich erstmal hin und her. Gehe mal erstmal hier zu der Übersicht. 2021 habe ich zusammen mit meinem Bruder Max das Unternehmen Planet A Foods gegründet, hier in Planegg im Münchner Süden. Wir hatten am Anfang kein eigenes Labor und haben das Ganze dann noch mittels der Zürcher Hochschule auch aufgesetzt, also klassische Auftragsforschung, nenne ich mal. Wir haben ein Forschungsprojekt aufgesetzt, das auch gefördert mit verschiedenen Förderprojekten oder Fördertools, die es da gibt, also Bayern Innovativ, bei TP und so weiter und so fort. Wir hatten dann 2021 auch unsere erste große Finanzierungsrunde, das nennt man dann Seed-Finanzierung, haben dann über 6 Millionen eingesammelt und konnten mit diesen Mitteln dann eben uns auch ein Labor leisten. Wir haben das Labor dann gefunden im Münchner Süden, eben in Planegg. Davor war ein Pharma-Analytik-Unternehmen in diesen Räumlichkeiten drin und die waren so freundlich, uns nicht nur die Räumlichkeiten zur Verfügung zu stellen, sondern auch das Mobiliar zu überlassen, zum Beispiel Benches, Fume-Hoods, also wie sagt man da, Sterilbänke, Abzugshauben und so weiter und so fort. Wir haben hier jetzt 1000 Quadratmeter, 500 Quadratmeter Office, 500 Quadratmeter Labor und haben da alles Mögliche von GCFID, GCMS, LC-Q-TOF bis hin zu verschiedenen Fermentern oder Bioreaktoren, wie man umgangssprachlich sagt, aber auch ein kleines Technikum, wo wir eine Korsche stehen haben und verschiedene andere Tools, um das Ganze im Labormaßstab herzustellen, also unsere kakaofreie Schokoladenalternative. Seit 2023, März, haben wir eine Produktion in Pilsen in Tschechien, wo wir mittlerweile bis zu 2000 Tonnen Chubiva, kakaofreie Schokoladenalternative produzieren können. Komme ich gleich dazu. Und seit 2023 kann man uns auch im deutschen Einzelhandel kaufen. Springe ich wieder ein bisschen zurück, weil natürlich die Frage ist, was machen wir da überhaupt und warum würde man das machen wollen? Als Planet A Foods haben wir gestartet mit dem großen Ziel, dass wir 500 Megatonnen CO2 jährlich einsparen wollen, indem wir Zutaten für die Lebensmittelindustrie herstellen, die entkoppelt sind von begrenzten Ressourcen. Das ist zum Beispiel Land, also Landnutzung und ohne die Exploitation, wie sagt man, ohne die ja, Exploitation von diesen Ressourcen auskommen. Also Ressourcen könnten da sein, natürlich im Land, aber auch Menschen und haben begonnen, das Ganze mit Schokolade zu machen, mit Kakao, eben aus verschiedenen Gründen. Das Thema Kinderarbeit ist eines der bekanntesten. Daneben haben wir aber auch verschiedene Studien rund um das Thema CO2-Fußabdruck von Kakao gefunden, unter anderem 2018 von Pur in Oxford, der herausfand, dass Kakao 19 oder Schokolade 19 Kilogramm CO2 pro Kilogramm Schokolade verursacht, was im Übrigen der viertgrößte CO2-Fußabdruck nach Fleisch und Käse ist. Der CO2-Fußabdruck ist deswegen so hoch, weil relativ viel Regenwald abgeholzt werden musste, um Platz zu machen für Kakaoplantagen. Wir dachten uns damals bei der Gründung, dass das doch ein guter Aufhänger ist, um da ein Produkt zu entwickeln, was A, nachhaltiger ist und B, regionaler hergestellt werden kann. Ich gehe hier ein bisschen
darauf ein, auf den Schokoladenmarkt und warum das eigentlich ein weiterer Treiber ist für eine Lösung, die wir hier anbieten. Zum einen auf der linken Seite sieht man, dass die Nachfrage nach Schokolade nach wie vor steigt. Auf der anderen Seite rechts sieht man, dass die Supply von Schokolade und von Kakao unter Bedrängnis ist. Zum einen gibt es verschiedene Fraßfeinde, Pests, die den Kakaoanbau bedrohen. Zum anderen überaltern die Kakaoplantagen und geben nicht mehr so viel Yield pro Hektar. Und das andere ist, dass die Bäuerinnen und Bauern auch nach und nach von Kakao in andere Cash Crops abwandern, die mehr Rendite versprechen als Kakao. Verschärfend kommt hinzu, dass auf der europäischen Ebene es verschiedene Regulatorien gibt, wie ESG und EU-Deforestation-Lieferkettengesetze, CO2-Vorgaben, die es Unternehmen immer schwieriger und schwerer machen, eigentlich überhaupt Kakao sourcen zu können, der diesen ganzen Regularien entspricht. Jörg, du Und hast eine was Frage. machen wir dazwischen irgendwie, weil das ja wirklich gerade die Kakaobranche momentan so extrem aufrüttelt, die extrem gestiegenen Preise, wenn man sich die anguckt, das Dreifache im Vergleich zu manch anderem Jahr inzwischen, spielt das euch jetzt gerade sehr in die Karten? Ja, ich gehe mal eine Slide weiter. Also Ah, okay. die Kakaopreise sind im letzten Jahr mittlerweile sind sie quasi wieder ein bisschen zurückgegangen, aber zwischenzeitlich um fast 200% gestiegen. Dieser Preisanstieg lag an mehreren Gründen. Es ist ein El Niño, das war ein El Niño-Jahr, das langsam zu einem La Niña-Jahr übergeht. Das heißt, es war sehr, sehr trocken. Daneben gibt es in Westafrika einen Swollen Shot Disease, nennt sich das Ganze. Kakaopflanzen werden von einem Pilz befallen, der dazu führt, dass die Triebe absterben. Und alles in allem führte das dazu, dass 30% Ernterückgang waren. Um das mal in Kontext zu setzen, wenn da pro Ernte irgendwie 1,5 Millionen Tonnen aus der Elfenbeinküste kommen, das ist in 30% weg. Man hat nur noch 1 Million Tonnen, dann hat das entsprechende Auswirkungen auf die globale Kakao- und Schokoladenindustrie. Das ist erstmal der eine Punkt. Der zweite Punkt, der erschwerend hinzukommt, ist, dass Kakao leider oder wie auch immer man es nennen will, eine gehandelte Commodity ist, die wird an der Börse gehandelt. Und das macht dann natürlich auch die Tür auf für Spekulanten, für Hedgefonds, die diese Preissteigerung zusätzlich zur Verknappung weiter angetrieben hat und antreibt. Und das führt auf der anderen Seite, das sieht man rechts dazu, dass schokoladenverarbeitende oder kakaoverarbeitende Industrien da ein Riesenproblem haben. Dass Schokolade plötzlich drei, viermal so teuer ist wie zuvor, stellt die natürlich vor eine extreme Herausforderung. Zumal wenn man bedenkt, dass die Lebensmittelindustrie in der Regel bei Margen von 2, 3, 4, 5, 7% operieren. Das heißt, wenn Schokolade plötzlich viermal so teuer wird, hat ein mittelständisches Unternehmen, das Kakao und Schokolade einkaufen muss, natürlich plötzlich ein entsprechendes Problem. Und das hilft uns natürlich im Moment auch. Ich weiß gar nicht, ob ich es überhaupt erwähnt habe, Jörg. Wir stellen kakaofreie Schokoladen her. Das ist so ein Thema, wenn man so viel im Alltag mit dem Thema beschäftigt ist, dann vergisst man immer, dass man die Zuhörer ja abholen muss. Wir stellen kakaofreie Schokoladenalternative her für die Süßwarenindustrie. Ich komme auch gleich dazu, wie wir das machen. Aber tut mir leid, wenn ich das eingangs nicht erwähnt habe. Das ist wirklich, glaube ich, eine Berufskrankheit. Ich mache seit 3 Jahren nichts anderes und gehe dann davon immer aus, dass jeder das Thema kennt. Ist natürlich nicht der Fall. Genau, nochmal kurz. Wir stellen kakaofreie Schokoladenalternativen her, die aus lokalen und regionalen Zutaten hergestellt werden. Ich erzähle gleich noch ein bisschen, wie wir das machen und verkaufen das Ganze an die Süßwarenindustrie, also an zum Beispiel mittelständisches Keksunternehmen, Crisson, De Boeckeler, die Firma kann man nennen, das Produkt steht im Supermarkt, aber auch in verschiedene Eigenmarken, Handelsmarken, Neapolitaner, bei Rewe oder bei Penny. Und genau aus diesen Gründen Preissteigerung ist das im Moment ein tagesaktuelles Thema. So, ich gehe mal weiter zu der Folie, nochmal kurz. Vielleicht was Relevantes auch für die Lebensmittelchemikerinnen und Chemiker unter Ihnen. Wir produzieren das Ganze in Pilsen, Tschechien. Das darf man natürlich nicht einfach so produzieren von Tag 1.
Wir haben das Ganze AFS zertifizieren lassen, was für den Einzelhandel hier in der Dachregion relevant ist. Daneben sind wir Halal, Koscher zertifiziert, V-Label zertifiziert. Seit eben 2023 sind wir im ganzen deutschen Einzelhandel vertreten mit Produkten wie Grieß und De Beukeler, aber auch Peter Köln. Und wir hatten eine Limited Edition mit der Firma Lindt. Und seit 2024 jetzt findet man uns in Rewe, Penny, Aldi, Lidl, aber auch ab Juni in der Deutschen Bahn. Da haben wir den Lieblingsgast. Das ist, wenn man mit der Deutschen Bahn fährt, kriegt man zumindest, wenn man in der First Class fährt, immer so ein kleines Schmankerl. Und wir haben da einen Stracciatella-Keks im Zuge der EM, eine Spezialedition, Schubiber featuring Deutsche Bahn. Und wir fliegen in der Lufthansa. Wenn man Business Class international fliegt, auch da findet man eine Schubiber-Tafel. So, wie macht man das Ganze? Ich glaube, jetzt wird es wieder spannender für die Lebensmittelchemiker und Pharmazeuten. Wir bestellen eine kakaofreie Schokoladenalternative her und wir haben dafür zwei Technologieplattformen entwickelt, hier in Grün und in Blau. Die grüne Plattform nennen wir Flavor-Plattform. Da stellen wir ein Kakaomassensubstitut her, nenne ich es jetzt mal, eine Kakaomassenalternative, indem wir Hafer- und Sonnenblumenkernen fermentieren, ganz ähnlich wie Kakao, und dadurch verschiedene Freisetzungsreaktionen, also zum Beispiel Peptide, Aminosäuren freisetzen, die dann bei der Röstung eben reagieren können und dann, wie vorhin angesprochen, Streckerabbau, Maillard-Reaktion, Karamellisierungsreaktion, dann eben nicht nur A zu einer schönen braunen Farbe führen, aber auch zu einem sehr schönen kakaoigen Aroma führt. Auf der anderen Seite haben wir die Lipid-Plattform. Das Ganze ist eine Fermentationsplattform auch. Wir verwenden ölbildende Hefen. Ich weiß nicht, wer von Ihnen in der Biotechnologie unterwegs ist. Zum Beispiel wird heutzutage schon Zitronensäure mittels Biotechnologie hergestellt, über Aspergillus niger. Und wir haben uns das Ganze angeschaut für ölbildende Hefen. Es gibt auch heute schon Hefen, die Fett herstellen und das Ganze. Wir verfüttern an ölbildende Hefen Zuckerrüben, Melasse und die Hefen stellen daraus ein Fett her, das sich verhält wie Kakaobutter. Diese beiden Zutaten, das Chubiba-Konzentrat, das ist unser Kakaomassensubstitut, als auch die Chubiba-Butter, unser Kakaobuttersubstitut, kann dann zusammen mit Zucker, mit Milchpulver zu Chubiba, zu einem Schokoladensubstitut, zu einer Schokoladenalternative hergestellt werden. Wir machen das Ganze, wie gesagt, in Pilsen. Kleiner Disclaimer, das, was Sie hier in Blau sehen, die Nummer 2, die Chubiba Butter, das Ganze ist ein Novel Food Thema. Das ist so noch nicht auf dem Markt. Da setzen wir übergangsweise Shea Butter ein, bis wir die Regulatory Approval in Europa haben, um das Ganze überhaupt kommerzialisieren zu dürfen. In 01, das Ganze ist keine Novel Food Geschichte, liegt daran, dass A, der Prozess, den Prozess, den wir einsetzen, ein bekannter ist und auch die Zutaten, die wir einsetzen, aber uns Sonnenblumenkernen bereits so auf dem europäischen Markt bekannt ist. Wir haben da für die Plattformen verschiedene Patente eingereicht. Und zwar haben wir mittlerweile 7 Patentanmeldungen, die in der davon sind das einzelne PCT-Anmeldung, eins US-Anmeldung und die anderen 5 sind alle in der europäischen IP-Anmeldung. Gibt es hierzu vielleicht Fragen? Nein, dann gehe ich mal Bitte Sie weiter. recht, nutzen Sie die Chance. Ja, ich hätte sogar eine Frage. Muss ich Gerne. vielleicht einmal. Und zwar, Sie nutzen Sie da jetzt Hafer- und Sonnenblumenkerne als Rohmaterial oder wäre auch möglich, dass man da vielleicht die Nebenströme aus der Ölgewinnung nutzen könnte oder auch vielleicht dieses Okara, das für die Hafermilch benutzt wird? Weil prinzipiell sind ja eigentlich nur die Aminosäuren wahrscheinlich relevant, oder? Oder hatten Sie Ja, schon also damit ausprobiert? die Aminosäuren sind relevant, aber in der Tat auch die reduzierenden Zucker, oder auch überhaupt eine Stärke- oder Kohlenhydratquelle für die Mikroorganismen, um es überhaupt verarbeiten zu können. Also wir haben uns Nebenströme angeschaut, vor allem Pilze oder Hefepilze funktionieren auch mit Nebenströmen, zum Beispiel aus dem Hafer.
Aber ich muss ganz klar sagen, also im Moment verwenden wir Haferkörner und Sonnenblumenkörner, da die doch, sag ich mal, mehr Psi, also Carbon Source haben, eine höhere Nährstoffdichte für die Mikroorganismen und, wie Sie es angesprochen haben, die Aminosäuren doch relevant sind. Wir schauen uns im Moment gerade auch den Presskuchen aus von Sonnenblumenkernen an, der die in der Regel relativ proteinreich sind. Und wir das Öl aus den Sonnenblumenkernen für unseren Prozess eigentlich so nicht brauchen. Beim Hafer funktioniert das leider noch nicht so gut. Aber ja, das Thema Nebenströme ist für uns ein relevantes Thema, weil am Ende des Tages wäre das noch nachhaltiger, als Hafer und Sonnenblumenkerne zu verwenden. Gute Frage auf jeden Fall. Okay, ja, Danke. danke, weil wenn man das ja über die Nachhaltigkeit ja dann nochmal begründen möchte, wäre das ja quasi nochmal ein guter Punkt, um das nochmal herauszustechen, weil dann hätte man ja quasi zwei Fliegen mit einer Klappe irgendwie, ne? Dass man den Nebenstrom auch nochmal verwenden kann. Ja, das stimmt. Also wir haben auch mit einem unabhängigen Institut mal zum Beispiel CO2 oder Lifecycle Assessments angestellt. Wir sind im Moment ungefähr bei einem Kilogramm pro Kilogramm CO2 für unsere Joviva. Nochmal kurz im Vergleich, Schokolade liegt bei 19. Also wir sind schon 90% unter konventioneller Schokolade. Aber der Haupt-CO2-Fußabdruck kommt natürlich immer noch aus den Zutaten, eben Hafer- und Sonnenblumenkernen, dass die auch angebaut werden müssen, dass die auch zu uns mit LKWs gefahren werden müssen und dass sie dann bei uns natürlich prozessiert werden müssen. Und da mit Nebenströmen könnten wir sicherlich nochmal einen größeren Chunk aus dem CO2-Fußabdruck weiter reduzieren. Danke. So, hier sieht man eine kleine Übersicht an Produkten, wie man sie im Handel sieht. Ich habe es bei manchen Produkten die Namen ausgeblendet, weil das noch nicht im Handel ist, aber demnächst in den Handel kommt. Grundsätzlich, wie man ganz gut sehen kann, fokussieren wir uns ausschließlich auf Snacking-Produkte, nicht auf die Tafel. Das hat verschiedene Gründe. Der eine ist, ich glaube, da spreche ich für mich als Verbraucherin, aber ich glaube auch für viele andere, entweder gehe ich in den Supermarkt und kaufe mir eine Schokoladentafel oder ich kaufe mir ein Snacking-Produkt, das nach Schokolade schmeckt. Bei letzterem ist mir das oft relativ egal, ob das jetzt ein Single-Origin-Kakao aus Ecuador, also ein Criollo ist, oder ein Forastero aus der Elfenbeinküste. Während bei der Tafel achtet der Konsument dann doch darauf, wie viel Kakao in der Schokoladentafel drin ist. Also das ist ein Hauptgrund. Der Konsument oder die Konsumenten interessiert das bei Snacking-Produkten äußerst oder wesentlich weniger. Und der zweite Punkt ist natürlich auch, und das gestehe ich ein, dass das sensorisch nicht so eins zu eins austauschbar ist. Kakao ist das von der Aromatik und vom Geschmack her sehr spezifisches, durch die Polyphenole, durch die Flavonoide, einerseits geschmacklich, aber auch durch das spezielle Aromaprofil, das man nicht einfach eins zu eins nachahmen kann, sonst hätten es, glaube ich, davor schon andere auch versucht. Aber in Snacking-Produkten funktioniert das eben hervorragend. Und da bieten wir eben unseren Kunden in der Industrie A, die Nachhaltigkeit, aber auch B, vor allem die Preisersparnis. Wenn man sich mal anguckt, eine Tonne Hafer kostet circa 500 Euro. Eine Tonne Kakao im Moment kostet, je nachdem Tagespreis, 8.000, 9.000 Euro. Sprich, wir sind einfach wesentlich günstiger, nachhaltiger und in diesen Applikationen, zum Beispiel, wenn man sich mal so einen Peanut Chock anschaut oder einen Peanut Butter Cup, da geht es eh primär um die Füllung und nicht so sehr um die Schokoladenqualität. Wir haben natürlich auch Marktforschung angestellt, wie kommt so ein Produkt wie Joviva überhaupt bei den Endverbrauchern an? Hatten dann zum Beispiel mal so Peanut Chocks mit Joviva verkosten lassen und 80% der Befragten, das war eine unabhängige Marktforschung, 80% der Befragten haben gesagt, die würden ein Produkt mit Joviva kaufen oder so ein Produkt mit Joviva kaufen. Und rechts haben wir dann die Konsumenten gefragt, würden sie das Produkt, wenn es das morgen nur noch mit Joviva gäbe, immer noch kaufen? Und 95% der Befragten haben gesagt, sie würden das trotzdem kaufen. Auch da sieht man, dass der Verbraucher eigentlich im Endeffekt so Themen grundsätzlich offen gegenübersteht, solange das gut schmeckt und nicht mehr kostet. Das sind die Hauptlearnings, die wir hatten. Es muss gut schmecken und es darf nicht teurer sein. Ich meine, am Ende deckt sich das ganz, ganz gut mit anderen Marktforschungen, wo ja Verbraucher immer angeben, dass ihnen Nachhaltigkeit wichtig ist und dass sie nachhaltige Optionen gerne kaufen würden, aber dass dann vor dem Supermarktregal am Ende eigentlich der Preis der
Haupttreiber für die Kaufentscheidung sind. Wir haben dann auch eine Blindverkostung gemacht. Wir hatten hier links wieder diese Peanut Shocks einmal verkosten lassen mit Chobiba, einmal verkosten lassen mit konventioneller Schokolade. Es war ein Two Alternative Forced Choice Test sozusagen. Und die mussten zuordnen, ob A oder B Chobiba enthält. Wie man sehen kann, es waren 50 zu 48. Das war sozusagen nicht statistisch signifikant. Die Probanden, 200 Stück, konnten das nicht signifikant zuordnen, was, denke ich, auch dann für die Arbeitshypothese von uns sprach, dass das eben im Austausch in zum Beispiel einem Snacking-Produkt wie den Peanut Chocks ganz gut funktioniert. Rechts haben wir dann gefragt, was ist denn für die Kunden wichtig bei so einem Produkt? Und 93% gaben an, dass der Geschmack das wichtigste Kriterium ist. 87% gaben an die Nachhaltigkeit. 85%, dass es rein aus natürlichen Zutaten besteht. Also in unserem Fall ja tut eben ohne Aromastoff oder ohne künstliche Aromastoffe auskommt. Und 81%, dass sie ohne groß sich Gedanken machen zu müssen, was Gutes für die Umwelt tun können. Wir haben dann auch überprüft, nach Altersgruppe, was den entsprechenden Altersgruppen wichtig ist. Das hier ist immer auf 100 normiert. Und bei 100 Probanden gaben zum Beispiel bei den 14- bis 29-Jährigen an, dass es 66% gaben an, dass, es, dass sie mehr wollen, dass sie 62% gaben an, dass sie sogar das beim gleichen Preis bevorzugen würden. Und 61% gab an, dass es ihnen zum Beispiel ein gutes Gefühl gab. Was man da gut sehen kann, ist, dass ein Produkt wie Chobiba vor allem für die jüngeren Altersgruppen relevant ist. Und wenn man das dann gegenüberstellt, zum Beispiel mit, sag mal, einem Kekshersteller, was dann doch eher ein traditionelles Produkt ist und wo die Käuferschaft doch eher, sag ich mal, eventuell 40 plus ist, ist das dann theoretisch auch relevant, um für so einen mittelständischen Kekshersteller auch neue Käuferschichten oder Käuferschaften zu erschließen, eben auch das jüngere Publikum. Bevor ich zu der Teamslide komme, vielleicht hier noch kurz. Wir sind mittlerweile auch aktiv auf TikTok, Instagram und YouTube. Und auch da sieht man, dass das Thema primär bei TikTok und YouTube verfängt und dass unser Zielpublikum eben auch da 30 und jünger ist. Und ich glaube, das zeigt auch ganz gut, dass die junge Generation, dass denen das Thema Nachhaltigkeit und auch Produktinnovation, dass die dem wesentlich offener gegenüberstehen. Zumindest wenn es beim gleichen Preispunkt ist, als die ältere Generation. Ich bin 35, also ich zähle mich immer noch zu den Jungen. Aber ich denke, dass man da schon einen gewissen Wandel feststellen kann, der vorbereitet wurde von zum Beispiel einem Oatly, Hafermilch, aber auch einem Beyond Meat mit Plant-Based Meat Alternatives, eine Rügenwalder Mühle als positives Beispiel, dass da schon ein langsamer, aber stetiger Wandel stattfindet. Ich glaube, für mich war zum Beispiel das Thema Fleischalternative noch neu, aber viele Kinder, die heutzutage groß werden, die ist das gang und gäbe, dass das so im Supermarktregal steht, neben den ganz normalen Fleischoptionen. Und Gleiches sehen wir vermutlich in der Zukunft auch mit dem Produkt wie Choviva, mit so einer Schokoladenalternative, dass das auch eine ganz gängige Alternative im Süßwarenregal wird, als nachhaltige und günstige Alternative zu traditionellen Schokoladenprodukten. Also wir sehen uns auch da, muss ich vielleicht noch dazu sagen, nicht als Ersatz zur Schokolade, wir sehen uns als Erweiterung, als Alternative. Wir wollen Schokolade gar nicht ersetzen, sondern wir wollen eigentlich nur vor dem Hintergrund des Klimawandels und der sich verschärfenden Preisthematiken eine erschwingliche, nachhaltige Alternative zur konventionellen Schokolade anbieten. So, vielleicht jetzt noch ein bisschen, was mich persönlich als Lebensmittelchemikerin an dem ganzen Thema reizt. Und was so meine eigenen Challenges waren. Ich glaube, die größte Challenge für mich war, das Ganze in die Skalierung zu bringen, also von der Forschung auf die Straße zu bringen. Und wenn man doch wissenschaftlich arbeitet, dann manchmal auch, sage ich mal, wenn die Datenlage nicht ganz so stark war, trotzdem den Schritt zu wagen, zu sagen, okay, das ist es gut genug. Das war, glaube ich, eine Challenge für mich. Und das Zweite ist, ein Team aus Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern zu führen und auch die von, sag ich mal, einem 80-20-Prinzip
Prinzip zu überzeugen und nicht nur immer von der hundertprozentigen Arbeitsweise. Ja, und daneben ist natürlich das Unternehmertum tagtäglich eine Achterbahnfahrt der Emotionen. Am einen Tag himmelhoch jauchzen, am anderen Tag brennt gefühlt die halbe Firma. Schon spannend. Ich kann grundsätzlich jedem mitgeben, dass Unternehmertum doch wirklich sehr viel Spaß macht, sehr, sehr befriedigend ist, weil man am Ende die Geschicke und Missgeschicke einer Firma mitsteuern kann. Und ich glaube vor allem, dass man als Lebensmittelchemiker oder auch als Pharmazeut eigentlich die ganzen Werkzeuge in der Hand hat. Wir haben ein sehr, sehr gutes analytisches Geschick. Wir können sehr gut mit Gesetzestexten umgehen, mit Regulatorik. Und wenn man ein Unternehmen führt, macht man eigentlich nichts anderes, außer Datenpunkte zu interpretieren, extrapolieren und sich mit Behörden Auflagen rumzuschlagen, mit Kennzeichnung, mit ja, den ganzen Dingen, die man eben so hat. Und ich glaube, man ist ja schon prädestiniert, eigentlich auch ein Unternehmen führen zu können. Muss das nicht immer den BWLern überlassen, sage ich mal. Die zum Teil gefühlt aus meinen Augen nicht besser geeignet sind. Jo, und dann zum Abschluss vielleicht noch hier. Ich mache das Ganze natürlich nicht alleine, deswegen auch hier mein Shoutout zu meinen Kolleginnen und Kollegen. Das Ganze mit meinem Bruder gegründet, dem Dr. Max Marquardt, der promovierter Maschinenbauer ist. Daneben unterstützt uns die Frau Ute Schellenberg im Marketing. Die war davor bei Dr. Oetker und Melitta. Der Stefan Rost, unser CFO, unser Finanzler, der davor bei der Lufthansa und bei dem FDI war. Die Frau Laura Schneider, die unser Sales und Partnership macht, und der Michael Hampel, der unsere Operations, unsere Produktion wuppt, wie man so schön sagt, und der Philipp Arnold, der das ganze Thema HR abdeckt. Wir sind mittlerweile 52 Kolleginnen und Kollegen hier, davon knapp die Hälfte weiblich, und wir sind aus 16 Ländern dieser Welt, von Mexiko über den Libanon, über Indien, über ja, Italien, und finde das ganz spannend, eben auch so viele diverse Hintergründe bei uns in der Firma zu haben. Jo, und damit würde ich diesen sehr kurzen Abriss, ich hoffe, es war nicht zu kondensiert, und Sie konnten einigermaßen folgen, über meinen Werdegang zu Ende bringen. Ich bin jetzt gerne für Fragen zur Verfügung. Ja, denn